Das hätten wir sogar gewonnen, wenn wir die Mitte Last Second nicht verloren hätten. Da Weil waren wir wir dann. viel zu. Oben war doch nur ein Feral. Warum waren wir da mit 8 Leuten? Weiß ich nicht, Alter. Das ist, ich habe gesagt, Lava Ninja, du musst so eine Truppen musst du halt, die sind halt im Teamfight stark, sind aber Offcards und so 3 vs 3 Dinger schlecht. Hat er mich wieder gekickt, Alter. Ja, ich bin wieder schuld, ne? Ja, ich bin wieder schuld, es ist egal. Es gibt mir wieder die Schuld, Abi, ist okay. Ich bin's gewohnt, Alter. Okay, Was anderes aber können, dann waren wir trotzdem 6 Leute zu viel was. dann. Was anderes können die Leute gar nicht mehr. Ganz normal gespielt, Alter, ne? Aber ich verstehe nicht, warum wir nicht Teamfight, wir hätten Teamfight Einfach. gewinnen können eigentlich. Du kannst, nein, du gewinnst kein Teamfight gegen die. Womit willst du denn Teamfight gewinnen? Wir haben nicht kein Paladin, die spielen mit 4 Millisieger. Unser Pashami wird zur Bombs. Die usen Kyrian Ich into hatte Mask. gewaltig das Worry. Ich Ja, meine, wenn wir. du hast sie vergewaltigt, richtig, du hast sie vergewaltigt. Soll ich dir mal Ja, aber vorlesen? du. Ja, was ich? Ich soll Teamfight gehen? Ja, nach 2 Sekunden ist der Shami tot, dann löse ich mich auf Card, machen oben mit AW 3 versus 2 und dann werde ich geflamed, dass ich kein Damage im Teamfight mache. Wollt ihr mich verarschen? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ja, so redet ihr aber. Ich habe oben mit Avi, Alter, 3 vs 2 gewonnen. Und ihr seid Lava gewiped. Der DK von der 1,65 Millionen. Dann kommst du. Dann kommt der Worry von uns. Dann kommt die Eule von. Nee, was ist das hier? Ja, Eule von denen. Dann kommt unser Red, den ihr lockt, den ihr Red, den ihr. Was auch immer. Dann komm ich. Weiß nicht, was das Problem ist. Unser DH macht auch kein Damage und unser DK. Da wird nichts gesagt. Es wird immer Ja, gegen da ich mich. auch Nein, aufgehört. es wird immer gegen mich gefrontet. Jedes Mal. Es ist einfach unnützer. Kann dann das Das Spiel war doch. Dann halt. spiel doch nicht Zum mit mir. Beispiel mit Massi Na, ist. Mitte die Ey, ganze mir Zeit ist es egal. AFK. DK, Worry. Also Nee, es mit geht darum, dass ich schon Maßstäblich wieder gekickt werde und mir die Schuld für den Spiel. Loose zugeheimst wird, obwohl hier andere Probleme mit drin sind, weil es wieder kindisch ist. Obwohl ich getryhard habe und das Game genauso gewinnen wollte. Das ist einfach lächerlich. Sorry, aber das ist einfach der Grund, Alter, warum ich so angepisst auf alle bin. Warum ich immer so schlechte Laune kriege. Ihr versaut mir das Game. Ihr gebt mir die Schuld, oder mir wird hier jetzt von 9 Leuten die Schuld zugeschoben, dass ich für den Loose verantwortlich bin. Obwohl ich, Alter, das Das Game ist getryhard. nicht. Warum wurde ich gekickt? Warum? Es gibt keinen Grund dafür. Ich habe genauso gespielt wie alle anderen. Ich glaube, der Grund war, dass du dich beschwert hast, dass wir es falsch gespielt haben. Was Oder für. beziehungsweise, dass wir Teamfight nicht gewinnen können, aber du halt auch nicht secured hast, dass wir Teamfight hätten gewinnen können. Ach so, ist das so? Also Denkst du, denkst du, du denkst du, du keine gewinnst gegen Cross-Clones eine. auf Both gemacht Genau, und so okay, weiter. genau, ja, okay, Luni, genau, Aber ja. natürlich Ist war egal. das Gameplay von anderen jetzt auch, bis auf Ja, Takt vielleicht, nein, ich oder sag dir, Pavi und es ist wie Alex. immer, es ist wie immer. Es wird immer gegen mich gefeuert. Weil sie nicht den Arsch in der Hose haben Nee, gegen. Nein, es weil die anderen alles Premates sind von ihm. Es ist einfach so. geht ja. Massi, Nein, aber es geht Luni, ja gar du, nicht doch, darum, wie du natürlich, gespielt natürlich. hast. Wir mögen es einfach, mit dir zu kämpfen. Ah, nein. Du hast einfach keine Ich Ehre, nehme Alter, klar. normal zu urteilen über die Leute. Weil du deine eigenen Leute, Alter, ne, wenn das Stream läuft, nicht zur Sau machst. Das machst du nur auf Main. Und auf Old, Alter, ist Ja, dir das es einfach ist mir egal, halt ne? relativ egal auf euch, aber Du kritisierst keinen anderen. Du kritisierst du keinen anderen. gehst die ganze Zeit halt mit einem Guardian Inken, den du Eule nennst die ganze Zeit, und denkst du inkst mit Double Eule die ganze Zeit. Ich weiß nicht, das eine Mal habt ihr Lava bekommen, einfach nur weil die dumm sind, sonst hättet ihr keine einzige Lava bekommen und das, was ihr gemacht Wir habt, haben wäre das Game useless überhaupt gewesen. gestruggelt, weil wir so dumm gespielt haben. Gegen solche Teams spielt man immer. Inwiefern dumm? Weil, soll ich dir sagen, das Problem ist, 80% aller Teams, die es gibt, egal ob High-Rated oder Low-Rated, spielen nur auf Teamfight. Die können gar nichts anderes. Die können nicht inken, die können nicht deffen, die können nichts. Die können nur in Teamfight Cooldowns poppen, Alter, und PvE machen. Die CC nicht mal. Und so spielen die auch. Nicht anders, das war eine komplette Gildengruppe, Alter, PvE, kannst nachgucken. Die haben nichts anderes gemacht außer Teamfight. Die haben jede Offcard verloren. Weil sie einfach schlecht sind. Und wir haben das nicht Aber zur einfach Nutze das gemacht, so wie du Problem bei willst. dir ist, dass du mehr denkst, also du denkst, du hast Ahnung, aber du hast keine Ahnung. Okay, und du Guck mal, denkst, du zum hast Beispiel, Ahnung, ich oder und was? Massi haben, wo du Ich gesagt denk's hast, nicht, alle ich sollen weiß, ich habe hochgehen, Ahnung, haben ich ja, und aber Massi du dann denkst Mitte halt zu verloren. viel, dass du Ahnung hast, weil so gut wie du denkst, bist du nicht. Okay, Shadow of Cards Gang ist besser, oder was? Ist okay. Wie gesagt, man Du braucht kommst nichts. halt immer mit demselben, aber Du kommst auch immer mit bist du demselben. Guck auf mal, Cards guck mal, guck mal, gegangen? guck mal. Massaker hat kein Damage Wer gemacht. hätte denn bitte, wer hätte denn statt mir auf Cards machen sollen, bitte? Wer studiert? Der DH. Ja, wir haben Was ja auch machen Mitte die Jungs gemacht. auf Nein, nein, Cards gegen einen Rogue? Was macht der DH gegen killen einen mit Rogue einer auf Eule. Cards? Killen. Die zweite Tank macht Eule und dann knallen die weg zu zweit. Du hast keine Chancen. Ein Rogue und eine Eule haben keine Chance gegen DH-Eule, wenn die das gut Nein, spielen. ohne Rogue ist DH DH wird einfach gefickt. Ohne One-Shot Rogue. zum Rogue. Ohne Wenn Rogue kann Rogue, DH nicht wenn machen, DH weil ich auf einen Rogue Cards unter mich kommt, kill ich den killt. alleine als Rogue. Normal als Rogue. Du killst Das alleine? hat Wenn mehr. ich dahinter stehe, killst du einen Scheiß alleine. Wenn du dahinter stehst, erst recht Ah, wahrscheinlich. genau, Hey, deswegen, Alter, du hättest du kriegst nämlich nicht mal einfach, ein, er du hättest bombt ohne dich Mikrob einfach nicht mal oder du einen, kriegst der einen drei Blind und Down kriegst gekriegt einen. Auf hat, der Shadow ist würde ich dich und einen DH alleine killen. ja, Das verspreche ich genau. dir. Das verspreche ich dir. Und ich verspreche dir, du bist in der 10, 5 Sekunden in der Dispo drin, Digga. Du Schwätzer.
Okay. Also DH ist fine off cards, aber ist halt egal, nur wenn man einen Rogue hat, der für einen Ich hab hier keinen Bock zu diskutieren. Wenn er meint, mein Alter, ne, du diskutierst hier rum, du machst genauso Fehler wie alle anderen Menschen auch, Alter. Vielleicht bist du auf deinem Rogue mega. Ja, aber der hat dir gerade erklärt, dass ein Rogue einen DH one-shottet. Und ich sage dir, ein guter DH, der weiß, dass er off card macht von Anfang an, wird nicht gewone-shottet. Okay, dann bitte machen wir doch ein Wargame, dann machen wir ein Wargame. Rogue Eule gegen DH Eule. Du bist der Meinung, nein, DH Eule gesagt, gewinnt. Nein, nein, du gibst mir Danilo und wir machen beide gegen dich ein Wargame. Alleine, weil du hast gesagt, du machst uns ja alleine. Und oh, dann Shadow, ich, ja. Ja, mach. Und wenn wir dich zu zweit schlagen, also 1 versus 2, dann löschst du deinen Rogue. Deinen Main Rogue. Für immer. Also mit meinem Rogue? Ich mach du, ja. Doch, weil du dein Maul aufmachst. Aber weil du dein Maul aufmachst, du meinst, du kannst leider 2 versus 1 gewinnen. Das ist Bullshit. Du gewinnst niemals gegen einen vollgekippten DH und eine vollgekippte Eule 2 vs 1 auf Shadow. Niemals. Bevor du einen Cast gekickt hast, bist du da in dieses Bistro drinne. Du castest Vampire Touch, kriegst einen, ja. Beam, in dem Beam kriegst du uns dann ja, du bist jetzt eher AFK, aber wie gesagt. Nee, du laberst, das nervt mich, mich nervt dieses. Du hast in manchen Punkten hast du wirklich recht und ich sage das immer, es ist wie bei Kidney. Ihr meint, Alter, ihr wollt euch immer hervortun, wie die. Du kannst doch ein 1 gegen 1 mit meinem Shadow machen, ich dann sehen wir, was du als Eule machen würdest. Das brauch ich nicht, weil ein Shadow einfach ein 1 gegen 1 gegen Eule nicht gewinnen kann. Andersrum, eine Eule gegen Shadow kann gegen eine Eule nicht gewinnen. Andersrum, eine Eule kann gegen Shadow nicht gewinnen. Weil du einfach viel zu viel aufhielst, hast du viel zu viele Fähigkeiten, hast du mich zu stoppen. Kommt dazu, dass ich Nightfee bin. Und du weißt, dass du meinen Convoke stoppst. Und wenn mein Convoke gestoppt ist, ich keinen Schaden mehr habe. Und der Schaden, den du machst, Alter, der kommt einfach. Ja, wie gesagt, aber deine Aussage war ja am Anfang, dass DH-Eule gegen Rogue-Eule gewinnen. Und ich wollte einfach nur zeigen, dass es nicht so ist. Wie willst du mir das denn zeigen? Mit DH macht keiner Off-Cuts. Mit DH macht keiner Off-Cuts. Und das weißt du halt nicht, weil du nicht hochspielst. Also, es spielen Leute mit DH, wenige Leute, aber hin und wieder. Du spielst ohne DH, Alter, und sagst, du weißt, ob die Leute aufhören. Digga, ihr spielt immer. Nein, das aber weil ich spiele doch gegen andere Teams. Wenn DH Offcuts gut wäre, dann würden sie es doch überhaupt spielen. Als Dritter, und ich kann es mir doch selbst weiter erklären. Egal, ich habe keinen Bock mehr diskutieren. Du hast mich rausgekriegt, dann geh bitte in das Stecken. Ich will ja nicht die Diskussion unnütze machen wegen Kindergarten. Wenn du meinst, du bist der größte King, dann bist der größte King in einem toten Bracket, Digga. Herzlichen Glückwunsch. Was hat das mit King zu tun, wenn er dir jetzt. Alter, erklärt, er macht genauso Fehler und ich sag ihm die Fehler. Er sieht die Fehler genauso nicht ein. Fertig, Tank ja, aber spielen! Was du sagst, hat gerade eben nicht gestimmt. Du sagst, ein DH gegen den Rogue Offcut gewinnt. Und das stimmt das nicht. Nein, ich sagte, Alter, ein DH und eine Eule gewinnen gegen einen Rogue die Offcut. Und das ist richtig. Ja, aber und ein Rogue wird wahrscheinlich alles Offcuts gewinnen. Da kannst du zwei DKs hinschicken. Und ich sage dir, so wie es ist, egal ob du da oben standest als Shadow und da hätte ich den DH haben können, den Red haben können, wir hätten die trotzdem 3 vs 2 gemacht. Warum? Weil die mich einfach nicht kicken, Alter. Weil ich hinter dir stehe und ich einfach wie ein Heiler hochheile. Während ich Convoke ziehe, ja, teile ich ihn nochmal. Weil ihr einer mehr seid. Wir haben Unterzahl gewonnen. Guck mal, du Quatsch, du warst gar nicht dabei. Er war allein, er das ist hoch. Was tut denn das zur Sache? Du hast Convoke gezogen und die sind gestorben. Ja, genau. Gut gemacht. Genau, ich hab Convoke gezogen. Ne, den stellt da einen Spieler mit Hirn hin und das passiert halt nicht. Du bist der, ist egal, man kann euch wirklich, ihr seid wirklich so eingenommen von eurem Scheiß in dem Game. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Du bist eingenommen, du denkst ja, du hast Ahnung. Nein, du denkst, dass du da seit Jahren... Warum redest du dann plötzlich so viel im Game und denkst, du weißt alles besser? Warum denkst wenn's du, Alter, dass du nicht besser so ist. Weiß? Haben wir das Was? Game? Haben wir das Game wegen mir verloren? Wir haben es auf jeden Fall nicht unter wegen anderem. Dir, also wir hätten es nicht wegen dir gewonnen. Okay, wegen wem denn dann? Liegt's daran, dass wir 2-3 CPSS haben, die so viel Damage machen wie ein Disty? Oder da sagst du nichts, du hast einfach keine Coronis. Du kannst nur gegen mich schotten, weil alle gegen mich schotten. Weil du einfach weißt, Alter, dass ich Alter ab kann. Aber Leute, deine eigenen Leute in deiner eigenen Gruppe. Wer macht denn überhaupt so viel Damage wie ein Disty? Deine Freundin, die im Opener gestorben ist, nichts gesagt. Wer macht denn überhaupt so viel Damage wie ein Disty? Kaden hat 500k gemacht, 200k warte mehr mal, als Masi. Bitte, hör mal auf. Wer macht denn so viel Damage wie ein Disty? Der DH und Masi, oder was? Ja, du sollst mal, entmute mal Masi einfach. Nein, ich entmute Masi nicht, weil Masi mich immer beleidigt im Stream. Und ich gebe ihm, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja, ist lustig, ne? Ihr seid so respektlos, Alter, holy shit. Massi war ganz nett aufgehört, weil du gesagt hast, sie sollen Lob gehen. Ja, wir haben richtig, aber nicht wirklich einen Teamfight gehabt. Ja, warum willst du dann auf Teamfight spielen? Weil wir den gewinnen können. Also, guck mal, du sagst, man kann ihn gewinnen und er sagt parallel, wir haben nicht auf Teamfight gespielt. Das ergibt gar keinen Sinn. Wir haben keinen Teamfight gehabt, weil du gesagt, dass wir nicht gesagt, dass wir nicht drauf gespielt haben. Du kannst nicht gewinnen, Alter, mit untergierten Leuten, Alter, ne, die kein Damage machen. Es ist nun mal so. Und ich stehe jetzt hier. Aber wer macht denn Damage? Digga, ich stehe 5 Sekunden tiefer, bevor ich auch... Ich hab nicht warum hast denn du schon wieder überhaupt nicht geklont? Okay, warum ich geklont? Gib mir wieder die Schuld. Egal. Warum warst du nicht einmal im Teamfight? Ja? Warum hast du oben top den Rockman-Control? Warum stellst du mir jetzt eine Frage, wenn ich dir gerade eine Frage gestellt habe? Warum hast du nicht geklont? Weil ich mich nicht immer dumm machen lasse von dir.
weil ich Offcards gerannt bin die ganze Zeit und da Clones nicht relevant war zu dem Zeitpunkt. Man klont einfach nirgends, ist ja, okay. Man okay, klont ja, einfach okay, nichts. Okay. Du versuchst mich wieder bloß. Offcards kann man eigentlich dann klonen gleich weglassen. Lass stecken. Wie gesagt, die deutsche Community ist einfach Schmutz. Ihr habt keinen Respekt. Das ist aber immer die deutsche Community, jeden Tag, wenn irgendwas ist mit einer deutschen. Ich hab noch nie in einer random englischen, russischen Gruppe, Alter, so. Nein, weil die laden dich gar nicht ein. Dich doch auch nicht, Junge! Du spielst jeden Tag RBG, Digga. Jeden Tag schimmelst du im RBG. Es queued keine Sau. Und rechtfertigt, ja, es macht dir Spaß, Digga. Du bist auch nur ein Schwätzer, der in einem toten Bracket seit Jahren rumgammelt. Immer mit den gleichen Leuten und tust du, als wärst du der König. Ja, aber Alex hat jede Season Rank 1 noch im Spiel. Alter, der kann meinetwegen noch 100 Mal Rank 1 haben. Scheiß ich drauf. Ja, aber was, ich hab nur gesagt, du sagst halt immer deutsche Community, aber wer spielt denn mit dir? Sonst, dann geh doch mal in eine englische Gruppe. Geh doch mal in eine englische Gruppe rein, schauen wir, wie lange du drin bist halt. Ich bin respektvoll, mute hier deine Leute, weil sie rumjammern und Angst haben, im Stream veröffentlicht zu werden. Du beleidigst genau. Einer hat Angst vor deinem Stream, das sind einfach Spasten, die da schreiben und die noch nie weibliche Stimmen gehört haben. Deswegen haben sie keinen Bock drauf. Ich hab dich kennengelernt auf der Gamescom mit deiner Sippschaft. Tu nicht so, als wärst du der König! Mit deinen ganzen Drogen abhängig, mit Rogue-Trainer, der unter Drogen steht! Du bist auch nicht besser gewesen! Du hast es jahrelang abgeschritten! Du hast dich auch nicht vorbildlich, ich sag's extra so, du hast dich auch nicht vorbildlich verhalten, was ich gesehen habe auf der Gamescom! Ja, ich habe meine Freundin geschlagen, das Nein, du hast die Gruppe angefasst, schon, aber... hast du, weißt du einfach! Lüg nicht, du hast es gemacht, ich stand daneben, wo du sie geschubbt hast! Was hab ich? Ich hab's, wo sie gesagt hat, lauf mal bitte schneller! Ich will hier nicht ganz da rumstehen! Hast du das gesagt? Hast du das gesagt, ja oder nein? Weiß nicht mehr, was ich vor drei Jahren gemacht habe. Was hat Ingame jetzt mit Relive zu tun? Du solltest mal anfangen, Alter, indem ich bin nicht wie ein Erwachsener zu weit, nicht wie ein kleiner Junge. Ich hab weiß nicht, was ich vor drei Jahren gesagt habe, aber es ist ja auch. Ich weiß es noch naja, die Aussage, also der einzige relevante Punkt, hör mal zu bitte, der relevante Punkt in der ganzen Sache ist, dass ich sie geschlagen habe angeblich. Und dazu sage ich halt, war nicht so. Und der ganze Rest, was ich vor drei Jahren gesagt habe oder sonst was, solche. Selbst Fabi sagt, dass er sie nicht geschlagen hat, sondern sie ihn gezwungen hat. Ja, aber was hat Relive mit Ingame zu tun? Weil er zu schnell gelaufen ist. Ich habe nicht gesagt, du hast sie geschlagen, ich habe gesagt, du hast sie grob angefasst. Das hast okay. du. Wenn es ist ja egal, okay, es ist ja egal. Dann habe ich sie geschlagen. Okay, ich gebe es zu, ich habe sie geschlagen. Ich habe sie geschlagen vor drei Jahren. Auf der Gamescom, ich habe sie richtig geschlagen. Du bist daneben gestanden und hast nichts gemacht. Und jetzt bist du der Heilige, der das anspricht. Dankeschön. Ich hab's dort schon angesprochen. Wie kommen wir aber gerade auf dieses Thema? Wie kommen. Frag doch Rock-Trainer, komm! Frag doch Rock-Trainer, ich hab's doch dazu gegeben. Ich hab's sie geschlagen, ich weiß. Es tut mir leid. Erstens hab ich nicht gesagt, du hast sie geschlagen. Guck mal, du ziehst es ins Lächerliche, du bist einfach ein Kind. Aber warum greifst du denn nicht ein, wenn du da sowas siehst? Warum sprichst du das jetzt hier nach drei Jahren an? Ich hab's gesagt, Alter, damals hab ich gesagt, wo ich daneben bin. Du hast uns das. Stimmt, jetzt kommt's mir wieder. Du hast uns das auseinandergebracht dann, oder? Du bist dazwischen gegangen. Danke. So, wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Weil du dein Maul dauernd aufreißt und immer denkst, du bist der Superstar. Aber wieso kommst du jetzt auf Gamescom, Digga, wenn ich gerade über dieses Spiel hier rede? Ja, du fuckst mich ab, fertig, du fuckst mich einfach ab. Du lädst mich ein, Digga, und du lädst genauso Leute ein, die noch deutlich schlechter sind als ich, kein Gier haben, nichts machen, genauso rumeiern und da sagst du nichts, weil du kein Arschloser bist. Kaffee ist scheiße, Massi auf DK, kein Gier, Loonipad auch nicht perfekt gespielt, das eine Game zum Beispiel, ihr babbelt rum, Mira, deine Freundin stirbt im Teamfight, rennen im Weg, ohne was zu sagen, Alter, kriegt keine Cooldowns, keine Dooms stehen von den beiden Priestern, wo die Cooldowns poppen, du babbelst einfach nur rum, du versuchst einfach nur bei mir einen Fehler zu machen. Legendaries. Okay, aber was ist jetzt der Punkt von dem Ganzen? Junge, hör auf mich anzuschreiben auf dein Schimmelparler. Folge zeigt mich doch was an. Was ist jetzt der Punkt von dem Ganzen? Der Punkt ist einfach, dass du, Alter, nicht in der Lage bist, deine eigenen Mates zu kritisieren, sondern nur mich, weil du weißt, du kannst es mit mir machen. Deswegen. Ich kann dich kritisieren, aber... Du bist halt einfach dumm. Du flamest halt... Gestern war es dasselbe. Spricht man dich auf irgendwas an, was du falsch gemacht hast? Ey, jetzt auf Silberschad bezogen zum Beispiel, weil gestern habe ich dich danach gekickt, glaube ich, und heute habe ich dich danach gekickt. Ich spreche dich was, auf was an im Silberschad, lass mich mal auf. Ja, da red mit der Wand, Digga. Kannst mit der Wand das erste, womit du dagegen kommst, du hast das Offcards gemacht. Okay, warum habe ich gestern als Shadow Offcards gemacht? Ja, hast du! Wer war, ja, aber warum? Wer war denn unsere Eule? Wie wäre unsere Eule? Ich war auch Offcards, Junge! Was habe ich am Anfang gesagt zu dir? Wenn du in der Lage, pass auf, ich sage, lass mich jetzt einmal reden, sonst kicke ich dich aus dem Discord, weil langsam reicht's mir. Du kannst mit deiner Kindergartentruppe so nicht mit mir, ja, weil du keinen Respekt hast. Du bist auch schon mit dem 20 und verhältst wie kleiner Junge, weil es dir egal ist. Du zockst jeden Tag das Game stundenlang und es ist dir egal? Du bist genauso süchtig nach RBG wie ich, Alter, du Schwätzer.
Du kannst auch nicht deinen Maul Weder halten. Bin ich süchtig nach RBG, ja, noch interessierst dir, du mich. Dementsprechend, wenn du mich aus dem Discord kickst, nein, dann interessiert mich das überhaupt nicht. Du bist einfach süchtig nach dem Game, du kannst ohne das Game gar nicht. Du bist ein Schwätzer. Ach so. Ich kenne dich seit Jahren, das Game Breaker ist tot, du weißt ja, selber, klar. Dass du tot bist. Wir haben auch täglich zu tun, wir waren beste Freunde früher, hab ich ganz vergessen. Wir waren noch nie beste Freunde. Ich scheiße auf dich. Aber warum kennst du mich dann so gut? Wie, warum kenn ich dich? Weil man dann mit Leuten. Weil du mich auf der Gamescom 2 Tage gesehen hast, oder woher kennst du mich? Weil du von mir im RPG gehört hast? Weil man einfach der Charakter hört, wie du denkst, du redest herabrührend über alle Menschen, Alter. Du denkst, du bist der Super Rogue, hast aber in dem Game noch nie wirklich... Egal, ob du Rang 1 holst oder nicht. Es interessiert keinen. Ich bin der Super Rogue, ich brauche mich auch nicht mit irgendeinem vergleichen. Ich hab doch nie gesagt, dass ich der Super Rogue bin. Du bist nett bei den Leuten, die gut sind, Alter, und bei den Leuten, Alter, die nicht passen, Alter, gehst du einen Schritt auf die Schuhe. Ganz einfach. Genau wie die Yiming da und runter putterst, Noobs, Digga. Weil ja. Du immer, nein, du bist genauso ein Noob. Du bist genauso ein Noob. Du sitzt stundenlang umsonst vor der Kiste, du Schwätzer. Jeden Tag, Digga. Und quatsch nicht, es ist nicht so. Ich spiel doch einfach. Du hast gestern, ja, du spielst einfach. Also jeder andere spielt ja hier dann genauso umsonst. Nein, aber die Leute also haben jeder, der nicht streamt, sitzt umsonst vorm PC, nein, oder weil man einfach die Leute mit der Zeit kennt. Massaker zum Beispiel geht arbeiten, du nicht, du gehst nicht arbeiten. Ja, aber jetzt sitzt er ja genauso umsonst vom PC, oder nicht? Gehst du nicht arbeiten. Genau, ja, jetzt heißt es wieder, ich arbeite, ist, ich einfach, ist egal, ich brauch dir das. Weiß ich einfach, du mich klar. Ja, du lebst da bei mir, du bist mein Nachbar, oder? Nein, weiß ich weiß das einfach. Du bist ein Schwätzer, du kannst nicht bis 3 Uhr morgens, also... Mittag, 14 Uhr, Alter, bis 3 Uhr morgens, wenn du arbeiten gehst irgendwann. Bullshit. Ja, ja. Ja, ist nicht so, okay. Du kannst einfach nicht zugeben, weil es dir peinlich ist. Es ist mir genauso peinlich, wo ich arbeitslos bin. Das Ding ist, ich kann gar nichts dazu sagen, weil du halt 100 Sachen auf einmal ansprichst. Du sprichst eine Sache an, ich will dazu was sagen und du kommst schon mit der nächsten. Lernen, Alter, alle zu kritisieren und nicht nur mich. Dann kannst du dein Maul aufreißen, vorher nicht. Aber ich kritisiere dich halt gern einfach. Ja, okay, ich kritisiere dich auch gerne. Weil du ein Opfer bist. Ja, du bist auch ein Opfer. Darf ich mal ganz kurz, was sagen? Zockst du WoW, Digga, in einem toten Bracket, Digga. 14, 15, 16. Soll ich dir beweisen, das Problem ist ja gar nicht. Und dann stehe ich auf. Nein, tust und stehe wieder. Nein, ja, richtig, tust du. Das Problem ist ja gar nicht, dass du Fehler machst, sondern dass, oder dass andere auch Fehler machen, sondern dass du es nicht einsiehst und die anderen wissen halt, dass sie Fehler gemacht haben. Deswegen sagt das Ding halt nicht. Und Yiming ist halt genau das Gleiche. Der ist halt auch so giftig. Okay, und du bist super gut, oder was? Du bist der beste Rent Deutschlands. Nee, sag ich ja. Ja, du bist genauso. Dich könnte man mit einem Fingerschnippen durch einen anderen Rentner setzen. Du quetschst auch, du schlägst auch immer. Ihr seid nicht in der Lage, euch untereinander zu kritisieren. Ganz einfach, weil du einfach. Nur dich. Wir kommen, wenn wir halt gerade mal brauchen, wenn ich aufwach. Und mir denkt, heute will ich mal wieder jemanden flamen, dann mache ich eine Gruppe, lade dich ein und nach ein paar Games eskaliert's dann eh. Ja, weil du scheiße bist, weil du ein Schwätzer bist. Dann hole ich noch ein paar Leute, die auch noch gegen dich sind, damit ich mich stark fühle. Und ja. Du hast das Game kein Damage gemacht, nichts. Du hast 200 kein Damage gemacht, du hast weniger als Jäger gemacht. Ja, ich bin der Shadow, der auf Cards geht, kein Damage macht, der nichts macht. Du brauchst nicht schwätzen. Ich lass mich halt eigentlich, ich mach die Gruppe einfach über, wenn ich mich durchkämpfen lasse. Wir brauchen nicht labern, du brauchst die Gruppe. Nein, tust du nicht. Du machst gute Calls, aber du bist auch nicht perfekt und du tust immer so. Ja, tust du. Jeder sagt das. Jeder sagt es. Wer sagt das? Alle, die mit dir spielen, wissen, selbst Marzi hat auch schon gesagt, dass du auch Leute zusammenscheißt, wenn sie Fehler machen im Main-RBG. Deswegen wollte ich auch nicht, dass keiner streamt. Alleine wie du redest mit dem Ads und Harvard die ganze Zeit. Du bist auch so ein Schwätzer. Ich kenne dich lange genug, auch wenn ich dich nicht persönlich kenne. Ja, habe ich da jetzt das abgestritten oder so? Es ist mir ja egal. Gerade hast du gesagt, wir kritisieren uns nicht gegenseitig. So. Und jetzt sagt jeder flamet jeden im RBG, es hat nichts mit deutscher Community zu tun. Brauchst du nur andere Leute? Nein, warum streamen denn E-Heroes, glaubst du nicht? Warum? Warum streamen die, glaubst du nicht? Kann ja sein, damit sie nicht gedodged werden. Und das E-Heroes, okay. Du brauchst eh nichts mehr sagen, E-Heroes, weil das keine E-Heroes mehr sind. Das ist okay, aber warum streamt dann dieses Team nicht? Wie auch immer, da haben sie keinen Namen, warum streamt denn dieses Team nicht? Gibt's mehrere Gründe, Alter, weil sie nicht gedodged werden wollen, weil sie Leute wollen nicht gedodged werden, aber du glaubst, Leute queuen in die rein, oder was? Du glaubst, Leute wissen nicht, wann die queuen. Also es gibt vielleicht 3 Teams, die in sie rein queuen, das bist du, Alter, und Gatten, naja, das bist wahrscheinlich nur du. Ja, das bin nur ich, das ist richtig. Alle dodgen sie. Und warum ist das genau so, Alter? Weil das Bracket einfach down ist. Du schwätzt rum, ich. Das hat nichts mit Streams zu tun. Du hast, sagst mir, gibst mir die ganze Schuld, Alter, dass ich nicht geklont hab. Okay, aber du siehst immer nur die negativen Sachen. Dass wir oben 3 bis 2 und sagst, ich hab nur Convoke gedrückt, du Spinner. Was du laberst, okay. Digga. Ich hab nur... Das war ja auch kein Flame gegen dich, aber ja, genau. Was hast denn du Besonderes da oben gemacht? Nix hab ich gemacht, ich stand AFK rum. Hier kommt ja nicht gesagt. Und zwei Leute sind halt direkt gestorben. Steht, genau, die sind ja aus der Luft gestorben. Das war dein Damage, ja, der sie gekillt hat.
Der Rogue, der eine hat ja nicht gesagt, der andere ist auf 20% gewesen nach Convoke gefühlt und ist dann gestorben. Ist ja nicht so, dass der Rogue Blind hat, einen Step Kick hat, Alter, Ferwin einen Range Charge hat, Alter. Ja, die waren scheiße, die haben nichts gemacht. Das ist ja das, was Alex meint. Das macht dich doch nicht besser, dass sie das nicht gemacht haben. Deutlich besser als die, auf jeden Fall. Ja, die waren auf ihren Main Chars und haben halt einfach gutes Gear spielen, Midi-Comp und One-Shotten uns. Ja, richtig, Alter. Und die Leute, die in der Gruppe dir haben, die haben XP, Alter, haben scheiß Gear, Alter, verlieren, Alter, weil sie einfach schlecht spielen. Und da sagst du nix. Weil du einfach keinen Arschlos hast. Ich sag nicht mal, dass ich nicht gefehlt habe und dass ich perfekt gespielt habe. Ich hab Angst, nein, brauchst keine Angst. Nein, nur bei dir. Machst du auch nur bei mir. Ich hab das schon bei... Ich dachte, ich flame sie doch in meiner Main-Gruppe auch. Ja, richtig, aber nur wenn ihr verliert und da suchst du dir auch immer einen raus. Und dann meistens ist es Yiming, weil der weiß, der lässt es mit sich machen. Ganz einfach. Weil du nicht in deine Freundin flamest du nicht, weil es deine alte ist, die wird immer in Schutz genommen, das ist normal, das macht jeder Kerl. Ich flame jeden, nein, ich habe wahrscheinlich schon jeden geflamed und ich flame wahrscheinlich, also ich flame unwahrscheinlich nur einen, außer der eine Lust hat das Game. Ist egal. Das ist halt bei Yiming oft der Fall, aber sonst würde ich alle flamen, ja. Ja, ist okay. Muss einfach stecken. Geh dein Ding, Alter, machen, Alter. Q wieder 20 Minuten in Low-Teams rein und einmal gegen EU zum Guten. Mach ich. Ja, ist egal. Man braucht mit solchen Leuten mit dir nicht reden, das ist einfach useless. Gegen die Wand gerede. Ja. Also, jetzt nochmal zu dem Silvershard-Thema. Ja, was Alex meinte, ist einfach, wenn die gescheit gespielt hätten, hättest du sie nicht 2v3'en können mit einfach Convoke ziehen und deswegen ist ja ein Argument in Bandit. Erstens, Alter, ne, habe ich nicht einfach Convoke gezogen, sondern ich habe, Alter, diverse Sachen abgewartet, damit ich Convoke ziehen kann. Alles vorbereitet erstmal, hat sie gedottet. Ja, wie spielst du denn, Digga? Du hast im Netz gegen meine scheiß Eule No Voice, Alter, am Trees verloren mit 2 Premates im Voice, du Schwätzer! Aber hast du mal auf den Damage geschaut? Ich scheiß auf den Damage! Du quatschst immer rum, mein Rogue hat 50k gemacht und dein Rogue hat 300k gemacht. Was hast du am Anfang gemacht? Ich hab deinen Kick gefaked, du hast Convoke und Fade reingezogen und dein Rogue hat meinen Rogue gesolot. Du hast Greenway faded, Digga, und ich hab gefaked, Digga, du Birne. Ich hab nämlich das erste Convoke... ich hab Shadowman gecastet, du hast, hab's gefaked, du hast reingebeamt, ich hab Fade gezogen, du hast Convoke gezogen. Und ich hab ohne Convoke, genau, ich spiel nämlich mit Short Convoke und habe ohne Big Cooldowns Convoke, Alter, weil ich wusste, dass du Birne... Du hast Incan Convoke gezogen, du Idiot, aber egal. Hab ich nicht, Junge, ich hab's gestreamt, Junge. Ich hab's dann gesagt, Alter, das war ein Short Convoke. Nee, okay. Du kannst einfach nicht zugeben. Und der Rogue ist übrigens, Alter, dein Dings gewesen, dein jetziger DK. Ne? Ihr wart ein Pre-Made-Team gegen No Voice. Ist ja egal, ich sage auch nicht, dass er scheiße ist oder sonst irgendwas. Ich habe nur gesagt, schau dir mal den Damage an und sag mir, was du in dem Game gemacht hast. Du hast deinen eigenen Rogue geflamed. Du hast gerade gesagt, er ist scheiße. Dann habe ich ihn geflamed. Du hast gesagt, mein Rogue hat 300k gemacht, deiner 50k. Hast du also das habe ich gesagt, genau. Ja, also ist dein eigener Rogue schlecht gewesen in dem Match. Fertig, in dem Match. Im Game hat er. Hätte das schon besser machen können, bestimmt, ja. Muss man, du bist, ey, ich weiß nicht, warum aber, du bist, Digga, aber du bist so versessen, Digga, genau wie Kidney, Digga. So versessen, oh, ich bin der beste Spieler der Welt. Du dodgst vielleicht nicht, aber du willst genauso von den Leuten. Stark, nee. Natürlich, du, genau. Aber er dodgt halt, das ist der Unterschied zu dir. Aber du kehrst genauso auf dein Rating, Digga, und scheißt dir in die Hose, jo, wenn du los. Klar. Ja, ist so. Naja. Sonst würdest du nicht mit deinem ganzen, oh, ich bin so super und alle spielen mit mir. Mit dir spielen die Leute, Alter, weil sie, die meisten, Alter, weil du einfach Plan hast von dem Game, dein Rogue extrem oder einer der besten Rogues wahrscheinlich europäischer Seite im RBG bist. Wahrscheinlich auch in der Arena. Und weil die Leute, Alter, mit dir auch in Chili spielen können, ohne Stream und so eine Scheiße. Ganz einfache Sache. Erzähl mir hier keine Scheiße, ich spiele nicht perfekt, Alter, aber ich muss mich nicht zu Sau machen lassen von irgendeinem Schimmel, Alter, der seine Mates einlädt, die genauso kacke sind. Und da kritisierst nein, du nicht, die sind nein. besser. Ja, du könntest dich mit Mooming, könntest du dich messen. Ja, genau, mit Mooming könnte ich besser, genau. Okay. Wobei ich glaube, dass der noch besser spielt, weil der hört zumindest hin und wieder. Du ignorierst ja alles, was jemand sagt, wenn du nicht selbst leadest. Das Ding ist, was ich gestern auch schon zu anderen Leuten gesagt habe, nicht zu dir, mit dir zu spielen ist einfach schwer, keine Ahnung. Letztens mit Massi, ich ink Gineas 1700er Game oder was weiß ich, in deiner Gruppe, ja? Wir freecappen die schnell und du regst dich drüber auf, dass wir geinkt haben. Gestern joinst du meine Gruppe, inkst das ganze Game, machst das ganze Game irgendwas, ohne dass ich dir sag. Aber wenn das in deiner Gruppe jemand macht, regst du dich auf. Das ist richtig. Warum? Sag ich dir auch warum. Weil bei meinen Gruppen, Alter, das dauert einfach 2 Stunden, bis ich die Gruppe voll habe. Deine Gruppen sind irgendwie nach 10 Minuten voll, weil du die Leute hast. Ganz einfach. Ist doch egal, auch, darf auch, man auch, wenn, nicht auch denken, wenn du mit dem Argument absolut richtig legst, ist es falsch, Alter, dass ich inken gehe. Das ist absolut falsch. Ja, aber ich halte auf meinen Charts spiele und ihr mit euren Schimmels und ich will mein Rating nicht verlieren. Aber das ist euch egal, weil ihr habt ja die Leute, um es wieder reinzuspielen. Dir ist es vollkommen egal, weil dich dein Shadow einfach ein Scheiß kehrt. Dich kehrt der einfach ein Dreck, was der Rating hat. Dein Rogue sieht schon wieder anders aus. Da würdest du nie mit Leuten im Queuen, die du nicht kennst. Niemals. Und du wirst nee, weil ich halt daran einfach keinen Spaß habe, aber nicht wegen Rating. Und ich habe genau... Natürlich hast du... Also, geht's auch wegen Rating.
Sonst könntest du nämlich Alex auch... hat mit Likro auf Ele gequeued. Ich glaube nicht, dass er besonders gekehrt hat. Wir brauchen eh nicht argumentieren. Jetzt die Community keinerlei Charme hat. Likro, der live und stream mich mit rassistischen Äußerungen beleidigt hat, da wird eingeladen. Es ist egal. Die Leute können machen, was sie wollen, Digga, und werden immer wieder eingeladen. Aber können... ist Likro von der deutschen Community oder warum macht egal, er das? Ist egal, Alter. Ist egal. Er hat mich beleidigt, Alter, live und stream, Alter. Und jetzt interessiert keinen. Jetzt interessiert euch alle nicht. Die Leute können machen, was sie wollen, Digga. Er hat dich live on stream beleidigt. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Genau wie mich treu, genau wie Kaffee. Welche Leute würden denn sowas machen? Ja, genau. Du machst sowas zum Glück nie, gell? Was heißt beleidigen, Alter? Ich sag einfach, was ich weiß, Alter. Und ich fuck die Leute. Der Unterschied ist außerhalb des Games. Wenn du mich im Game nicht triffst, im Game nicht mit mir spielst, was mache ich da mit Leuten? Nichts. Wo gehe ich die Leute an? In den meisten Fällen im Game, im RBG. Weil ich einfach tiltet bin, weil ich koche vor Wut jeden Tag. Ich stelle mich hier hin, baue Gruppen, dies, das und werde sabotiert mit Trolls, kommen irgendwelche Alls. Das könnt ihr vielleicht machen mit Leuten, die XP haben, aber über Tools ist ein ganz anderes Level. Ich habe das schon mal gesagt, ich biete auch dir das an. Mach eine Gruppe mit Tool-Leuten, ohne dass du einen einzigen kennst, im RBG oder Tools, Alter, ne? Mit irgendeiner der Chars und spiel mal mit denen auf 2-2 hoch. Ohne dass du einen kennst, die dürfen maximal 2k XP haben. Das schwätzt du. Du hast doch aber auch Leute, auf die nein, du kennst. Nein, hab ich gar nicht, nein, weil ich keinen Bock hab zu lecken. Aber die wollen halt nicht mit dir spielen. Ich werde auch halt. Ich werde spätestens nach dem zweiten, dritten Game einfach aggressiv. Ich spiele nicht mit denen, Alter, und ich will nicht mit denen spielen, weil ich den Leuten, Alter, wie soll ich sagen, früher konnte ich 20 online kommen, hab geschrieben, RBG, die Leute kamen. Heute sind die Spielerzahlen so runtergegangen, dass du auf die Leute, auf Olds angewiesen bist und musst denen den Arsch lecken. Ich will das nicht. So Leuten wie Airo und keine Ahnung. Ja, oder Ahnung. Du würdest halt wirklich gut spielen und Ahnung haben, nein, was du machst, nein. Dann joinen die Leute schon selbst bei dir, denke ich. Nein, join sie nicht, weil die Leute, es gibt einige, die Ahnung haben, die sagen, die würden nur bei mir joinen, wenn ich eine feste Gruppe habe. Und da ich das nicht habe und ich bieten kann und die Leute nicht bereit... Die feste Gruppe macht man sich halt, man fragt Leute nach RBG, die kommen dann mit und wenn sie gut waren, spielst du wieder so, ganz einfach. Ja, richtig, okay. Und die Leute, die eine feste Gruppe haben, kann man aber nicht für feste Gruppen rekrutieren, verstehst du? Und ich habe keinen Bock, Alter, immer zu hören, Alter, ich bin eine andere Gruppe. Kaum Leute, feste Gruppen. Jetzt haben kaum Leute nur die deutsche Gruppen. Community, aber mit der willst du ja eh nicht spielen. Ah, genau. Okay. Nur die deutsche. Es gibt 20 deutsche Spieler am RBG, die momentan hochspielen. Das ist deine Gruppe und die Gruppe von Kidney und das war's. 20 Stück und da weiß der Geier wie viel. Ihr tut immer so, als wäre das irgendwie ein Super Bracket oder sowas. Ihr werdet genauso abspielen. Jeder, Juni, ich kann mich erinnern, Luni wird auch sein, die hätte bis heute nicht geirrt haben, wenn der über Tool gezockt hätte. Ganz einfach. Ohne sei ohne. Er hat nicht mit uns gespielt. Ja, der hat Kidney gespielt, sondern mit Kidney und die wäre es anderen Chars. Wenn er die Leute nicht hätte, Alter, ne, würde er genauso abkacken. Über Tour wäre er heute noch auf 1600. Das ist Rumgelaber. Mein Diage, den du nicht mitnehmen wolltest, war vor 2 Wochen, wo er noch halbgrünes Gear hat auf 2 Firmen. Ja, ich weiß gar nicht, was du da sagst. Ja, richtig, aber nur mit Leuten, die du kennst. Mit und nicht Bobby über Tour. Und so ja, mit Bobby, Glückwunsch. Mit Bobby ja, aber du willst mich ja nicht mal für 1-8 Gruppen und dann join ich eine andere Gruppe und bin 2-4, ich weiß ja nicht. Will ich nicht, weil ich Leuten wie euch, Alter, weil ich Leuten wie euch einen Scheiß bedeute, weil ihr mich wie respektlos behandelt. Ich setze mich hier jeden Tag hin, baue Gruppen über Jahre hinweg. Das Ding ist halt aber, jetzt wieder dazwischenreden, ist okay. Wenn du zum Beispiel, halt, du wunderst dich, dass Leute bei dir nicht joinen, aber du hast halt taktisch, denkst du halt, du bist jetzt richtig gut, aber auf Rogue zum Beispiel, was war denn gestern mit dem Priest gegen den Worry? Ja, war schlecht, ich wollte meine Cooldowns saven, um die Base zu halten, war schlecht. Ich hab nicht eingeschätzt. Ja, aber da hat halt dann keiner Bock. Ja, richtig. Und in meinen Old-Gruppen siehst du es doch auch, da liefen die Leute auch noch ein paar Games und? Ja, weil es ist ja bei dir nicht anders. Ja, weil es dir aber egal ist. Weil es dein Old ist. Ja, mir ist es egal. Beantworte mal Anfrage, passiert das auf Main? Ja. Gestern haben wir ein Game gemacht oder zwei und haben dann aufgehört, weil... 2 Heals innerhalb von 2 Games gegangen sind und nichts davor gesagt haben, kann man nichts machen, halt, dann hört man auf und ja. Okay. Egal. Wie gesagt, wollte ich weiter reden. Aber du machst dann halt immer Diskussionen mit irgendwelchen Leuten so und. Junge, du, pass auf, ne, ist nochmal den Unterschied, ne, auch wenn du der wesentlich bessere Spieler und Lead bist, Alter, ne, du spielst so eine ganz andere Klasse als ich, Alter. Da hast du noch ganz andere Leute und die Leute spielen auch mit dir seit Jahren, nicht erst seit einem Monat, sondern kommen irgendwelche Leute. Du kannst auch Shadow hochspielen. Ja, du könntest auch auf Shadow hochspielen und ich sage dir, du wirst auf Shadow nie auf dem MMR spielen, wo du auf Rogue spielst. Oder auf dem Rating, tun wir es mal so aus, auf dem Rating, wo er. Du hast selber gesagt, Digga, auch 2 Rogues zum Beispiel, dass er gerade Reworld, Alter, um auf DK zu spielen, weil es besser nicht ist. So wir tryen einfach gerade mit DK. Double Rogue ist spielbar. Ja, weil es einfach besser ist, Besser ist alles spielbar, es kannst du mit Hunter, Mage spielen, aber es ist nun mal besser. Und wenn du gleiche Verhältnisse willst gegen gleiche Teams wie EUs, dann musst du halt auf Verhältnisse schaffen, wo Damage kommt, weil da reichen 2 Rogues nicht. Weil einfach der Damage zu wenig ist. Ist so. Ist auch nicht schlimm und der Slow und dies und das, ist auch egal.
Es geht aber darum, du Corbett, du kannst genauso nicht übertun. Ich spiele nur über Tool. Ich muss jedem Spieler erklären, wann er laufen muss, wo er hin muss. Du tust immer so, ja, ich mache auch Fehler, ja. Weil ich mein eigenes Gameplay über Monate hinweg durchgehend vernachlässige und nur auf mich gucken kann, weil ich auf andere gucken muss, die nur Scheiße bauen. Weil wir sonst die Games verloren. Also bist du deswegen schlechter? Aber natürlich wird man schlechter, wenn man schlechten Leuten spielt. Man kann lernt auch nur von Leuten, die besser sind. Man lernt nicht, wenn man mit schlechteren Leuten spielt. Oder willst du mir erzählen, ein 2K-Spieler lernt von einem 1.8-Spieler besser zu spielen? Am Arsch! Du lernst nur, wenn du von besseren Leuten mit besseren Leuten spielst und das, was die machen, Alter, verstehst. Und das dann umsetzen kannst und dich auf dein eigenes Gameplay konzentrieren kannst, ohne dass du abgefuckt wirst. Bei den Russen hat's auch geklappt, hast du selber gesagt. Warum hat das geklappt? Weil ich auf mein Gameplay gucken konnte, Alter, ne, und mich auf meine Klasse und das, was ich meine Aufgaben sind, konzentrieren kann. Ja, keine Ahnung. Da hast du halt mit einer anderen Gruppe gespielt und da hast du auch nicht geleadet, soweit ich weiß, oder? Ich glaube halt, dass auch viel schief gehen kann, nur dadurch, dass man dich leaden lässt. Nein, da habe ich nicht geleadet, aber da muss also ich auch... Also du kannst gute Spieler in der Gruppe haben, aber wenn du dann leadest am Ende, dann kann trotzdem viel schief gehen. Es gibt so wenig gute Spieler, weil die meisten Leute, die gute XP haben... Alter, also ich erinnere mich, glaube ich, weiß nicht, ob es in BFA war, ich war mal in deiner Gruppe, da war die Gruppe ganz okay. Du hast stur deine Taktik auf Arati gemacht, ich habe dir gesagt, das ist scheiße, du loost so, am Ende haben wir verloren. Und ich glaube, ich bin dann gegangen, weil man halt einfach dann teilweise loost, weil du halt echt schlechte Calls bringst oder schlecht leadest. Und da haben dann gute Spieler halt auch keinen Bock drauf, weil die wollen es dir besser sagen, aber du hörst ja auf niemanden, weil du stur bist und das selbst machen willst. Und dann lust du halt. Okay. So? Hallo Poxy, gut, du löst mich ab, ich gehe jetzt, ich muss jetzt weiter. Ja, ich habe jetzt auch nicht allzu lange Zeit, weil ich eigentlich arbeite.